In diesem Video geht es mit Fluoreszenz und Phosphoreszenz und jetzt auch ganz klein bisschen zur Chemolumineszenz. Und die Fluoreszenz und Phosphoreszenz, die gehören jetzt ganz allgemein zur Lumineszenz und das Prinzip der Lumineszenz, dass jetzt von außen zugeführte Energie jetzt bei der Fluoreszenz und Phosphoreszenz in Form von Licht oder bei der Chemolumineszenz noch in Form einer chemischen Reaktion, sprechen wir gleich noch ganz kurz noch, jetzt in abgestrahltes Licht umgewandelt wird. Und jetzt wichtig, dass jetzt nichts verwechseln mit dem einfachen Prinzip der Lichtreflexion, weil das kann ich jetzt ganz kurz mal hier darstellen. Also wenn wir jetzt mal hier einen Gegenstand haben, dann ist ja bei der ganz klassischen Lichtreflexion so, dass jetzt hier der Gegenstand Licht aufnimmt und dann reflektiert jetzt der Gegenstand mit gewissen Farbanteilen jetzt das Licht wieder zurück, das Licht fällt in unser Auge und wir können dann den Gegenstand farblich sehen. Und jetzt ist es eben hier bei der Lumineszenz so, dass jetzt auch wir hier von außen einfaches Licht haben, aber dann ist hier so, dass jetzt hier im Medium, im Körper, jetzt irgendwas passiert, besprechen wir dann gleich halt noch mehr, und sodass dann im Medium jetzt hier die Energie des Lichtes umgewandelt wird in selbstständiges Licht, das dann halt abgestrahlt wird. Aber das Licht wird nicht einfach nur reflektiert. Nur eine kleine Sache noch dazu. Und dann will ich jetzt mal kurz erstmal die Prinzipien von Fluoreszenz und Phosphoreszenz erklären. Jetzt ist es bei der Fluoreszenz so, dass jetzt die Leuchtwirkung nur bei gleichzeitiger Bestrahlung besteht. Das heißt, das nennt man dann auch Tagleuchten. Bedeutet, wenn jetzt das Licht von außen wegfällt, dann haben wir auch nicht mehr die Leuchterscheinung durch Fluoreszenz. Anders dagegen ist es jetzt bei der Phosphoreszenz. Da ist jetzt die Leuchtwirkung auch noch nach Bändigung der Energie bzw. halt Lichtzufuhr erhalten. Deswegen nennen wir das Ganze Nachleuchten. Deswegen, hier müsst ihr euch vorstellen, wenn wir das Licht nachher weggeben, dann bleibt weiterhin auch noch das Licht bestehen. Und jetzt füge ich erstmal dazu ein Beispielsbild zur Fluoreszenz ein. Ich sehe jetzt einmal Reagenzgläser oben bei Tageslicht und dann halt unten, wenn wir das Ganze mit UV-Licht bestrahlen und mit UV-Licht, da haben wir dann genau Fluoreszenz können wir beobachten. Ihr seht auch, da haben wir so eine gewisse Leuchterscheinung, die dann halt auch nicht zu verwechseln ist mit der typischen Farberscheinung, die wir dann halt ganz normal bei Lichtreflexion haben. Und dann seht ihr jetzt mal ein Beispiel für Phosphoreszenz. Ein Beispiel wäre jetzt hier ein Anzeigesystem im Auto. Da sehen wir, dass jetzt der Zeiger auch im Dunkeln leuchtet, auch wenn jetzt kein Licht vorhanden ist. Das jetzt mal ein paar Beispielsbilder. Und dann will ich jetzt mal hier im Energiedramm die Prinzipien Fluoreszenz und Phosphoreszenz genauer erklären. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass wir jetzt erstmal in unserem Gegenstand Elektronen haben, die sich jetzt erstmal im energetischen Grundstrom befinden. Und dann, wenn wir jetzt hier den Gegenstand bestrahlen, also dann darüber Energie zuführen, dann werden jetzt hier die Elektronen durch die Energiezufuhr auf ein höheres Energieniveau E3 gebracht. Und jetzt aber so, dieser Energiezustand E3, der ist ja nur temporär, bedeutet, die Elektronen springen dann anschließend wieder auf ein unteres Energieniveau E2 und dann logisch, jetzt wird die Energie frei. Klar, wenn wir wieder auf ein niedrigeres Energieniveau wechseln, dann wird jetzt hier Energie mit dieser Differenz frei und die wird jetzt erstmal in Form von Schwingungsrelaxation frei, kann ich nochmal kurz hinschreiben, wird jetzt hier frei in Form von Schwingungsrelaxation und dann anschließend, was auch für uns jetzt noch wichtiger ist, ist, dass das Elektron dann wieder später zurück in den Grundzustand wechselt und dann wird jetzt hier die freie Energie jetzt in Form von Licht frei, das wir dann halt hier bei der Fluoreszenz, Phosphoreszenz halt sehen können. Und jetzt ist aber der Unterschied zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz, dass jetzt bei der Fluoreszenz so ist, dass jetzt dieser Wechsel von E2 zu E1 sofort ist. Das heißt, wir haben ganz schnell den Wechsel hierhin. Deswegen ist auch so, dass wenn das Licht von außen weg ist, dann haben wir hier Elektronen sofort im Grundstand. Da wir haben kein weiteres Leuchten. Dagegen bei der Phosphoreszenz so, dass jetzt dort das Energieniveau E2 metastabil ist. Heißt, das Elektron, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, geht halt nur ganz langsam
zum Energieniveau E1 zurück. Das heißt, wenn wir jetzt von außen das Licht wegnehmen, dann haben wir trotzdem noch ganz langsam den Übergang zu E1, weil wir haben gesagt, Energie wird jetzt hier gespeichert, wird ganz klar abgegeben. Deswegen haben wir dann da noch das Nachleuchten. Das hier jetzt zum Prinzip, jetzt noch kurz zur Chemolumineszenz. Da haben wir gerade schon besprochen, da wird jetzt das Elektron jetzt nicht durch Licht in ein höheres Energieniveau gebracht, sondern jetzt hier durch eine chemische Reaktion in ein höheres Energieniveau gebracht. Aber das Prinzip ist wieder das gleiche, dass anschließend auch da das Elektron wieder zurückfällt, dann darüber jetzt dann Energie frei wird in Form von Licht. Deswegen, das sind immer dieselben Prinzipien. Jetzt noch kurz zur Fluoreszenz und Phosphoreszenz in der Praxis. Also ein Beispiel für Fluoreszenz in der Praxis wäre jetzt Folien auf Einsatzfahrzeugen, weil da ist so, dass jetzt das Tageslicht auf die Folien fällt und dann die Folien jetzt ein gewisses Licht erzeugen, was dann dazu führt, dass man jetzt die Fahrzeuge zum Beispiel besser sehen kann oder die Farben jetzt genauer zu erkennen sind. Und ja, ein Beispiel für Phosphoreszenz wären jetzt Notausgangsschilder, weil da ist so, dass die jetzt tagsüber sehr unauffällig sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel Stromausfall ist, dann müssen wir die Notausgangsschilder noch im Dunkeln sehen. Deswegen wird dann hier wieder Energie gespeichert, sodass wir dann halt im Dunkeln wie dann noch über Phosphoreszenz die Schilder sehen können. Oder ein anderes Beispiel, Sterne kennen, die kann man dann auch im Dunkeln sehen. Das wäre noch ein Beispiel dazu. Jetzt verlinke ich hier noch meinen Mathe, Physik und Deutsch-Kanal. Da mache ich auch noch Lernvideos, falls ihr Interesse habt, da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.